Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Wir reden über Fairplay im Sport. Von daher erstmal Frau Kollegin Paul und Herr Kollege Bischoff. Zunächst vielen Dank, dass Sie dieses Thema hier in den Landtag einbringen. Ich kann vorwegnehmen, wir werden am Ende Ihrem Antrag zustimmen, weil er richtig ist und weil er wichtig ist. Allerdings gibt es natürlich durchaus Kritikpunkte an dem Antrag. Darauf will ich zu Beginn erstmal eingehen. Zum einen, ich hatte dem Kollegen Bischoff das gerade schon so zugeworfen, im Prinzip ist er viel zu spät. Wir haben die Thematik, gerade was Sotschi angeht, haben wir im Prinzip spätestens seit August letzten Jahres, wo wir eigentlich genau wissen, wo die Sportwelt genau weiß, was kommt da in Sotschi auf uns zu. Es wäre schön gewesen, wenn wir vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt schon genau über diesen Antrag geredet hätten. Selbstverständlich hätten auch wir Piraten den einbringen können, haben wir genauso wenig gemacht, aber ich wollte es trotzdem erwähnen. Insofern, eine Woche vor Sotschi hat das Ganze natürlich schon ein bisschen was von einer gehörigen Prise Populismus, die da irgendwo dann tatsächlich mit drin ist. Was ich zudem schade finde ist, und vielleicht ist auch das so der Kürze der Zeit dann so ein bisschen geschuldet, ich hätte mir gewünscht, wenn wir in dieser wichtigen Debatte tatsächlich ein gemeinsames Statement hier als Landtag Nordrhein-Westfalen hinbekommen. Das kriegen wir nicht mehr hin. Wir stimmen den Antrag direkt ab. Das ist auch logisch, weil Sotschi können wir nicht mehr verschieben. Aber hätten wir es einfach früher gebracht. Ich glaube, dass wir auch die CDU und die FDP, ich sag mal, auf den richtigen Weg vielleicht gekriegt hätten, der ja in einigen Punkten auch sicherlich gemeinsam ist. Es ist leider nicht erfolgt. Insofern eigentlich schade, dass wir jetzt nur in Anführungszeichen den rot-grünen Antrag haben. Was ich mich frage ist dabei, im Antrag steht ja auch, dass die Landesregierung handeln soll. Ich bin gespannt, ich würde gleich von der Landesregierung gerne hören, was denn dann morgen passiert. Also der Antrag wird ja vermutlich gleich mit Regierungsmehrheit dann hier angenommen werden und dann mit unserer Zustimmung. Ich bin dann ganz gespannt, wie ist die konkrete Handlung der Landesregierung, was tut die Ministerin morgen? Wird der Außenminister angerufen, er soll sich jetzt noch mal einsetzen oder was passiert jetzt da tatsächlich? Da bin ich ganz gespannt drauf, auf Antworten. Gucken wir mal, ja. Wir finden es gut als Piraten natürlich, wenn Politiker gegen Diskriminierung kämpfen. Diskriminierung ist in jeglicher Form zu verurteilen. Herr Kollege Lürbke hatte gerade schon gesagt, wenn sich Sportler hier in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland outen, das ist irgendwo was Besonderes. Ich finde es schade, dass das was Besonderes ist. Wenn Hitzelsberger sich eben outet als schwul, dann finde ich es eine Frechheit, dass wir tagelang nichts anderes in der Presse lesen, außer dass eben sich ein Fußballer irgendwo geoutet hat und sagt, hey, ich bin homosexuell. Wo ist das Problem? Das sollte selbstverständlich sein, dass er das einfach so ist und überhaupt gar nicht erwähnenswert. Viel schlimmer ist allerdings der Zustand, wie wir den in Russland haben. Frau Kollegin Paul hat eben schon Putin zitiert. Ich nehme mal noch den Bürgermeister von Sotschi, Pachomov, mit dabei. Er sagt, in Sotschi gibt es keine Homos. Ja, natürlich gibt es sie nicht. Der wird sicherlich recht haben. Was ist das für ein Vogel? Die Olympische Charta ist auch schon angesprochen worden. Wir sind der Meinung als Piraten, selbstverständlich müssen Sportler, wenn irgendwo politische oder gesellschaftliche Missstände sind, dann haben Sportler die Pflicht, auch darauf hinzuweisen, gerade in ihrer exponierten Rolle, wenn sie irgendwo auftreten, wenn sie auf der Bühne stehen, das entsprechend zu sagen. Sportler, gerade Spitzensportler, sollten sich immer äußern dürfen, weil es ihr verdammtes Recht ist. Menschen müssen Missstände aufzeigen können, egal und egal wo, weil es eben ihr Recht ist. Und wenn Sportler, ich sagte es gerade, dafür ihre Bühne nutzen, wenn Sportler auf einem Podium stehen, die Goldmedaille bekommen oder sonst was bekommen, dann sollten sie das auch da tatsächlich tun. Es gibt in der Vergangenheit viele, viele Beispiele dazu. Carlos und Smith 1968 in Mexiko, die entsprechend ihre Unterstützung gezeigt haben. Das ist für uns unterstützenswert. Und die Vergangenheit zeigt ganz einfach immer wieder, wenn Sportler das getan haben, sind sie in dem Moment dafür abgestraft worden. Und in der Zukunft, später, ist ihnen irgendwann das auch honoriert worden. Und so auch bei Carlos und Smith, die später dann auch den Arthur Ashe Award dafür bekommen haben. 2008, 40 Jahre später. Ich hatte eingangs gesagt, wir werden dem Antrag zustimmen. Wir haben die Bedenken, dass der Antrag reiner Populismus zu diesem Zeitpunkt ist. Trotz der Tatsache, dass wir das Thema eben nicht in der weiteren Beratung hier im Landtag haben, werden wir zustimmen.
Wir Piraten wollen eine Sportwelt, an der jeder teilhaben kann, egal ob er Mann, Frau, transsexuelles Eichhörnchen, egal mit welcher Sexualität er lebt. Wir wollen eine Gesellschaft, in der jeder teilhaben kann. Und hier im Landtag, wir leben sachorientierte Entscheidungen in diesem Parlament vor. Deswegen stimmen wir Ihrem Antrag zu. Vielen Dank dafür. Vielen Dank.